Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Far Cry Primal. Wir dachten, dass gestern die letzte Folge stattfindet, aber tatsächlich müssen wir da von Udam, oder wie auch heißt, da von den Udam, okay, retten. Dafür müssen wir hier hin. Bin da schon mal hingereist damals, da gab es was Schickes zu holen und jetzt zeige ich euch, was da so Schickes gibt. Als allererstes holen wir natürlich Alberto. So, mit Alberto werden wir dann fix mal dahin reisen, wenn ich wüsste, wo es lang geht. Einfach nur zu dieser Straße da kommen. Der Rest erledigt sich von alleine. Das war eigentlich ein recht chilliger Weg. Also keine Strapazen oder so. Kann man mit dem Auto hinfahren, wenn wir ein Auto hätten. Wir lassen die einfach mal in Ruhe. Das muss ja nicht sein. Wir haben jetzt schon ihren Boss getötet. Dann müssen wir nicht noch viel machen. Vor allem hat er nicht gesagt, die haben jetzt Angst vor uns. Ja, sicher. Die hatten ja furchtbare Angst. Oh, das ist tief. Hilf dein Leben, mein Gebüst. Alter, ist das dein Ernst? Denn da hinten ist ein wunderschöner Wasserfall und ich glaube, das war die Stelle, wo man tatsächlich noch eine riesige Höhle hatte. War recht cool, war aber irgendwie nicht das, was ich vermutet habe. Ein bisschen auf Wumpe. Fakt ist, es sieht hier cool aus. Und meine Katze mag kein Wasser und trotzdem laufe ich hier rum. Es ist mysteriös. Aua. Avenger, willkommen. Es war nur ein Trick. Hahaha. Hier wird gefeiert, aber nicht getrunken, oder? Na gut, es wird hier nicht gefeiert. Ich dachte, die machen jetzt hier... Herzlich willkommen zurück, Zero. Er ist gar nicht tot, er ist unser Freund. Ich halte Wasser auf. Hast du Glück gehabt? Okay, was soll ich tun? Was genau soll ich tun? Soll anscheinend darunter. Gibt es irgendwie noch andere Stellen oder? Nee, ich muss nur tauchen, okay. Da weiß ich, wie man hinkommt. Aua! Ist den Scheiß. Habt ihr nie etwas getan? Kann ich mich hier unten heilen? Ja. Na, immerhin etwas. War da nicht gerade ein Felsen? Nur mal so? Das ist doch ein Felsen, hä? Achso, klar, das ist der Felsen. Oh, ich verreck gerade. So, zum Glück war ich sammeln. Ich kenne mich jetzt hier ein bisschen besser aus. Ein bisschen zuerst da hoch. Wieso ist da ein Feind? Der Fisch wahrscheinlich, ne? So, wo war das jetzt? Hä? Ist es nicht gerade da oben? Kann irgendwie durch ihn durchsehen. Ich glaube, das ist nicht so gesund.
Winjai, the bottom. Sa Krauhadan daf Winjai, daish Quati Balhasa. Da, Mari, quai da Schwadam Mari. Shaja Schwadam Guaifa. Gastia, Malchasar. Venger, willkommen! Ja. So, nächste Mission! Wusste ich doch. Man darf also noch im Käfig. Dann holen wir ihn da mal raus. Was leckt denn das in letzter Zeit so? Das ist irgendwie komisch. Oh, ich brenne. Cool. Ja, brennen ist cool. Nehmt mal Feuerzeug, zündet euer Hemd an und dann werdet ihr auch sagen, es ist cool. Tuarshi Gabal Puri Schwapa. Charsh Mihi Shaha. Nada Mariwalha. Sarta Guarguai. Achso, jetzt verbessern wir seinen Käfig. Ja, ich dachte schon. Er lebt natürlich sehr gerne in einer Höhle und nicht draußen. Wie er ganz alleine ist da. Irgendwie schon traurig. Aber naja, kann man nichts machen. Er ist der Feind, ne? Das Charge war. Ha, Kapalpur. Galaita. Er ist ein bisschen blöd, ne? Kapalpur sasa. Nakwaita haita. Charsh tamhan yakikadav. Udam chartasu majish yaka. Chas kanhi. Tuta chas kani wainam. Der Typ ist echt nicht ganz dichtung. Ja, hau mir den doch im Kopf, damit das Feuer verschwindet. Er hat doch Kopfschmerzen, mehr ist das nicht. Das Einzige, warum er jetzt keine Kopfschmerzen mehr hat, ist, dass seine Wunde jetzt wehtut. Es gibt einen zweiten Ausgang. So, was haben wir denn hier so noch so Schönes? Zwei Punkte, hier, Checko. Ich muss als nächstes da hinten hin. Easy. Ist ja gleich hin. So. Da möchte ich bitte hin. Ich hasse diese. Diese Wintergegend ist ihr Tod. Probieren wir es ein zweites Mal aus. Diesmal gekonnt. Ohne in den Tod zu springen. Das muss man erstmal schaffen.
Na komm, ich reite mal auf dir. Du hast es verdient, dass ich hier in der letzten oder vorletzten Folge, was auch immer, auf dir reite, mein Freund. Und die ganzen Tiere platt haue. Ich habe so das Gefühl, ich laufe komplett falsch. Was ist denn da los? Ich muss den Wild benutzen. Oh. Er wird aus 200 Meter glatt bei 500 Meter, weißt du? Das ist auch, das sind Dinge, an die nicht viele glauben oder denken. Wenn sie zum Beispiel von Hamburg nach Köln fahren, dann denken sie, oh, 400 Kilometer, gar kein Problem. Aber in Wahrheit sind es mehr, weil es nur 400 Kilometer Luftlinie sind. In Wahrheit fährst du ja Kurven und so weiter und so fort. Und davon lässt man sich immer täuschen. Hier soll Knochenstaub sein? Knochenstaub. Ja, tschüss. Dein Mutterlager entdeckt. Schauen wir erstmal, wer sich hier alles rumtummelt, ne? Wenn da jemand ist, dem ich der Hilfe rufen kann. Dann wäre das kacke. Ich sehe da hinten ein Horn. Ich sehe da hinten ein Horn. Okay, wir müssen diese drei Punkte holen, ja? Oh, das ist ein Boss. Los, Tigri, hol mal. Läuft der Typ weg? Ach, scheiße, Mann. Gut. Weiß halt auf die harte Tour. Aber ich habe kein Problem mit. Surprise, Alter. Oder was? Hä? Jetzt ist er doch umgekippt. So, gib mir dein Zeug her, komm. Ja, wenigstens haben die keine Hilfe gerufen. So, hier dürfte sich da ein bisschen was befinden, ne? Ja. Die haben alle Kopfschmerzen. Wahrscheinlich, weil deren Gehirn zu groß ist. Der gibt keinen Sinn, ne? Der gibt keinen Sinn, Freunde. Muss ja theoretisch muss es zu klein sein. Echt, vielleicht ist einfach nur viel zu viel Druck auf dem Kopf, wer weiß. Alter, Kleiner, ernsthaft? Wer ist denn das? Bist du das da? Ich fass das nicht, ey. Der olle Typ. Ich hab noch einen Pfeil. Hat funktioniert. Okay, perfekt. So. Sehr schön. Haben wir jetzt alles? Nee, da müssen wir noch rein. Und da hinten ist noch ein Zelt. Da müssten wir sie alle haben. Was lecken das so die ganze Zeit? Okay, entkomme aus dem Lager. Wahrscheinlich kann ich nicht schnell reisen, ne? Chris. Mit groß und stark. Lass dich reiten. Meine Keule brennt die ganze Zeit, ne? Egal, soll sie brennen. Das ist sowieso nur eine schwere Keule, ne? So, und ab dafür. Nochmal unterwegs alles kaputt machen.
Sehr nice. Knochenstaub. Theoretisch hätte ich sie alle nicht töten müssen, aber ihr kennt mich ja, ihr kennt mich, Leute. Wenn es was zu töten gibt, dann tue ich es auch. Außer das eine Mal, als diese drei Typen im Lager waren, dort, ich habe keinen Bock drauf. Alter, jetzt hör auf zu lecken, was ist denn los mit dir? Ihr seid leckfrei und plötzlich leckt das. Hast du ein Dachsfell für mich endlich? Einfach kein Dachsfell, wieso kriege ich einfach kein Dachsfell? Schas kani ti waidam. Guarsta takar. Machi kabalpur gal. Nu da harha. Seltene Nashornhaut. Haben wir die da? Ach, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Da. Bei anderen haben wir die Hütte auch nicht zu Ende gemacht, ne? Trotzdem hatten wir alle Quests. Also, was wir haben, ist seltenes schwarzes Löwenfell. Lilili. Naja, insofern wir keine Quest mehr haben, würde ich sagen, Freunde, das war's mit Far Cry Primal. Wir haben alles gemacht, was man machen hätte können im Let's Play. Mir hat's verdammt viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt auch nochmal den Rest erkunden. Jetzt direkt im Anschluss. Einfach nur so just for fun, weil ich gerade Zeit habe und ich ein bisschen Mythbusters gucken möchte. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen bei einem neuen Projekt. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf, wie ich mich drauf freue. Und falls es euch gefallen hat, das Let's Play, lasst ein Like hier in der letzten Folge da, damit ich es weiß. Haut rein, euer Zero. Tschüss.